Die Feuerwehrlehrte hat endlich das lang ersehnte neue Einsatzfahrzeug bekommen. Feierlich in Reih und Glied angetreten und mit einem letzten Blick auf das alte Fahrzeug, das so viele Einsätze hartnäckig überlebte, wuchs die Spannung auf das neue. Ich gehörte damals schon zu denjenigen, die dieses Fahrzeug gekauft haben. Der alte GLB-1, dort wie er steht, den wir jetzt aussondern werden. Das Fahrzeug ist über 20 Jahre in Betrieb gewesen. Es hat seinen Dienst zwar getan bis zum heutigen Tage, aber wir müssen wissen, dass das Fahrzeug erhebliche Reparaturen hatte und die Reparaturen waren veranschlagt worden mit rund 18.000 D-Mark. Ich denke, ein Auto, was über 20 Jahre im Dienst war, da noch 18.000 D-Mark Reparaturen reinzustecken, erscheint nicht sinnvoll. Das ist natürlich für mich eine ganz besondere Freude, heute erstmalig der Feuerwehr, und zwar der Ortsfeuerwehrlehrte, ein neues Fahrzeug übergeben zu können. Dieses Fahrzeug, davon musste ich mich überzeugen, ist eines der Kernstücke der Feuerwehr in Lehrte. Ich wünsche Ihnen, Herr Simon, und allen Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr, dass mit diesem Einsatzleitwagen gute Einsätze gefahren werden können zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger, aber dass auch bitte schön alle Kameradinnen und Kameraden immer unversehrt von diesen Einsätzen zurückkehren. Und natürlich dem Auto wünsche ich, dass es lange, lange leben mag. Das wünschen wir uns auch. Herzlichen Dank. Also ich darf mich an die Dankesworte von Frau Voss und von unserem Stadtbrandmeister ganz, ganz herzlich anschließen. Natürlich in allererster Linie gilt unserem Stadtbrandmeister großer Dank, der das, was wir ihm ins Ohr gesäuselt haben, natürlich auch in die breite Öffentlichkeit getragen hat und mit seiner bekannten, ich sage das mal in Anführungsstrichen, Penetranz auch dafür gesorgt hat, dass sein Wort Gehör fand irgendwo. Und es hat ja auch gefruchtet. Ich habe schon der Tüter da. Hast du so Sonne auf? Ist doch Platz genug? So gut? Das neue Auto wurde erstmal fachmännisch unter die Lupe genommen, schien aber keine Wünsche offen zu lassen. Die Sitze sind drehbar. Auch der Fahrersitz, dass man dann so drin arbeiten kann. Und ansonsten dreht man ihn wieder hin. Wenn du es Hupe machst, würde jetzt Tatütata. Und hier kannst du dann noch manuell. Und hier machst du Frontsitze ein. Das sind jetzt so aus. Du kannst natürlich auch hier. Und dann machst du eine Überleitung. Bleibt nur zu hoffen, dass der technische Standard die nächsten 20 Jahre den wachsenden Ansprüchen gerecht wird.